Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich packe gerade hier meinen Kram zusammen und dann geht es... Oh, guckt euch meine Haare an. Naja, dann geht es an einen Spot, den ihr sehr, sehr gut kennt aus den ganzen Off-Season-Videos. Und zwar ist das der Nutbush Forest. Da fahren wir gleich hin und wir haben nicht mehr viel Sonnenlicht, weil wir mal wieder ein bisschen getrödelt haben. Aber... nichtsdestotrotz würde ich gerne mal sehen, wie es da mittlerweile aussieht. Und ja, wir nehmen euch heute mit. Bis gleich auf der GoPro. Nur im Tourmodus fahren. Wir fahren direkt auf den Trail. Der steht in Komoot auch als Trail. Ja, pass auf. Hier rein droppen. Dann wird's bisschen technisch hier. Sehr schön, Panorama-Trail mit Fluss. Was ist die Hölle los? Ja, ist ziemlich viel los. Ja, wir fahren erstmal hoch. Gucken uns das mal an. Hallo. Hi. Nee, schon letztes Jahr waren wir ein paar Mal hier. Ah, okay. Wir haben ein wenig neue Regelungen hier im Wald. Warte, Theo! Yes, Theo, nachdem wir angekommen waren, hat uns der junge Mann hier von den Dirt Stylers dann einfach erzählt, was es für Neuerungen gibt. Und zwar möchten die Dirt Stylers aktuell den Verein so ein bisschen aufleben lassen. Und ja, nicht nur, dass die Leute hier einfach nur ständig fahren, sondern einfach, ja, Mitglied im Verein werden, das Ganze unterstützen und so weiter und so fort. Er hat uns dann gesagt, dass es natürlich kein Problem ist, wenn man hier irgendwie ein-, zweimal im Jahr fahren geht, dann soll man einfach seinen Spaß haben. Das war auch mega nett und mega korrekt. Aber wenn man hier einfach öfter hinkommt, so jede Woche oder ein paar Mal im Monat, dann hat er gesagt, dann wäre es doch mega cool, wenn man Mitglied im Verein wird. Ich werde euch mal die Dirt Stylers e.V. Seite mit unten in die Videobeschreibung packen. Dort könnt ihr euch das Ganze mal anschauen und vielleicht ist das ja was für euch. Das heißt, wenn du jung, motiviert oder auch älter und motiviert bist, so wie ich, und das hier was für dich ist, schau dir das mal an, check den Spot ab und vielleicht wirst du Mitglied bei den Dirt Stylers. Ja, bestimmt. Aber so motiviert ich auch war, diese steileren Sprünge zu lernen. Boah, weiß ich nicht, ne? Na gut, fahren wir mal blau ab. Eigentlich nicht. Aber ich weiß halt nicht, was neu ist, ne? Thank you.
Das hier könnte ich auch fahren, aber dafür muss ich das da oben fahren. Ich weiß auch nicht genau. Das ist die Art von Sprüngen verstehe ich halt auch null. Wir können mal die, haben die auch neu geshaped? Ein Sprung. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo rein. Hier. Ganz ehrlich, sieht doch nicht so gut aus. Ich bin schon stolz, weil letzte Saison, nachdem wir den Table größer gemacht haben, habe ich das nicht in die Landung geschafft. Und jetzt geht's. Nach der kleinen Trainingssession hier an den Anfängerstrecken, sagen wir mal so, haben wir uns dann auch wieder auf den Weg nach Hause gemacht. Erstens, weil es langsam dunkel wurde, aber nicht zuletzt auch, weil hier echt noch viele Jumps sind, wo ich nicht genau weiß, wie ich die springen soll. Also wenn das hier irgendjemand schaut, der sich zutraut, mir diese ganzen steilen Absprünge und so weiter und so fort hier im Nutbush mal jetzt in der Offseason mal zu zeigen, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, denn ja, ich würde das einfach unglaublich gerne können, aber muss einfach zugeben, dass das ziemlich krass außerhalb meiner Komfortzone liegt, solche Sprünge zu fahren. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass ich ja zu 90% einfach lieber längere Abfahrten fahre, aber ich würde es nichtsdestotrotz gerne können, solche steilen Absprünge. So, wir machen jetzt das Bahntrassenrennen. Okay? Ist das hier auch ein Trail? Ja, ist ein Trail. Aber Vorsicht, ist ein Shared Trail. Hier gibt es so kleine Downhill-Passagen. Vorsicht, Äste!
Ja, hier ist auch schlecht. Hier geht. So Leute, was geht ab? Wir sind wieder zurück zu Hause und ja, es war ein ziemlich kurzer Ausflug ins in den Nutbush Forest, denn ja, es war wie immer nicht so mein mein Metier dort, ne? Also ihr kennt das ja schon aus den anderen Videos. Ich würde es ultra gerne lernen, so diese ganzen Dirt-Sprünge zu springen, die steilen Sprünge und so weiter. Aber es ist einfach Fakt, dass es mir das echt schwer fällt. Und ja, ob das mein Spot wird für diese Off-Season, weiß ich aktuell noch nicht. Wird sich zeigen. Ja, muss man sich einfach mal überlegen. Dann lohnt sich das nämlich auch auf jeden Fall, da zum Beispiel Vereinsmitglied zu werden und so weiter. Da habe ich euch ja schon alle Infos zu genannt. Das heißt, wenn du hier aus der Nähe kommst, dann check das auf jeden Fall ab. Ein cooler Spot dort und ja, für mich ganz persönlich ist es halt einfach so, dass mir dieses kurze Abfahrten und so ein paar Jumps macht mir einfach nicht so übelst viel Spaß. Ich bin eher so der Fan von bisschen längeren Abfahrten, bisschen gemischter, nicht nur Sprünge und so weiter, so dass da von allem etwas dabei ist, also im Endeffekt wie in so einem Bikepark letztendlich, ne? Oder wie ich fand zum Beispiel so die perfekte Mischung hatte einfach Saalbach. Fängt er wieder an zu schreien. Ja, also die perfekte Mischung hatte auf jeden Fall für mich Saalbach. Da war echt alles so dabei. Ich freue mich schon mega auf nächstes Jahr und freue mich schon darauf, wo wir noch überall so landen werden nächstes Jahr. Ja, nichtsdestotrotz, um zu trainieren im Winter, ist das eine super Sache. Ich müsste mal checken, ob man da vielleicht auch Mitglied werden kann, nur für ja, so ein paar Monate. Aber alle Infos dazu findet ihr auf jeden Fall auf der Website. Ich packe die euch auch mal mit in die Videobeschreibung, dann könnt ihr euch das abchecken. Und yo, ich glaube tatsächlich, es wird mich dieses Jahr mehr auf Trails verschlagen. Und ich werde vielleicht gegebenenfalls mal für ein, zwei Besuche noch Nutbush besuchen, dass man das Springen nicht so ganz verlernt. Aber da gibt es ja auch dann noch Spots wie Attendorn zum Beispiel, die auch gut sind, um Springen zu lernen. Allerdings fährt man da halt überall ein bisschen hin und ich würde hier nach Nutbush, da fahre ich mit dem Rad halt 20 Minuten hin. Super Sache und ja, auf jeden Fall ganz cool. Ich glaube, wenn man mit mehr Freunden da ist und es vielleicht auch nicht ganz so voll ist, macht das noch mehr Bock. Aber für heute, so da, um das mal abzuchecken, was sich da so getan hat. Ich habe euch ja gar nicht alles abgefilmt. Ich bin ja nur die Lines gefahren, die ich da fahren kann. Aber ich sage euch eins, es ist auf jeden Fall eine krasse Nummer. Und ihr habt ja alle wahrscheinlich das Video gesehen, dass der Sport immer einfacher wird. Ne? Vom Speedpilot, hier dieses Video über Winterberg zerstört den Downhill-Sport. Das kann ich auf jeden Fall in Nutbush nicht behaupten. Da hat sich das auf jeden Fall krass verändert, als ich vor, ja, fast 2 Jahren jetzt mittlerweile angefangen habe mit Mountainbiken, da war das noch, war vieles fahrbar für mich, als Anfänger sogar. Nicht schön bin ich das gefahren und so weiter, ne? Aber das war nicht so krass wie jetzt. Jetzt ist da echt ordentlich was los und jo. Aber checkt es selber mal ab. Könnt ihr auf jeden Fall mal fahren gehen. Wenn euch das gefällt, könnt ihr da Mitglied werden und yes, wir sehen uns im nächsten Video. Abonnieren, kommentieren, nicht vergessen, schreibt mir gerne mal rein, was ihr lieber fahrt, so ob ihr so kurz nur Jumpline fahrt oder ob ihr auch eher so gemischt fahrt wie ich. Bis dann, ciao, ciao.